Gemeinde. Normalerweise beginnt ein Pfarrer eine Predigt gerne damit, dass er von der Liebe redet, dass er von der Nächstenliebe redet, dass er davon liebt, wie wir als Christen einander lieb haben sollen, wie wir füreinander da sein sollen, wie die Liebe unser Leben bestimmen soll. Ich muss heute diese Predigt, glaube ich, mit einem Bekenntnis beginnen. Ich muss bekennen, dass nicht immer in meinem Leben ich so von dieser Liebe geleitet war und bin, wie das eigentlich, glaube ich, sein sollte als Christ. Es gibt Menschen, die, da fällt es mir nicht nur schwer, die zu lieben, sondern im Gegenteil. Also ich kriege es einfach nicht hin. Also es ist, also das Bekenntnis ist, es gibt Menschen, die hasse ich aus tiefstem Herzen. Oh. Ja, oh. Die kann ich nicht ab. Und ich rede jetzt nicht von Osama Bin Laden, ganz andere Liga, sondern ich rede von jemandem, den wir in der Schule den schönsten Mann nördlich des Nordpols genannt haben. Er war so von sich überzeugt. Also er war davon überzeugt, das Beste zu sein, was es jemals für Schüler gegeben hat. Und überhaupt, es war unser Sportlehrer. Ich gestehe, ich bin nicht sportlich, aber Sportunterricht war die Hölle für mich. Es war Folter. Es war fürchterlich. Also ich war in dieser Zeit etwa so groß wie jetzt, aber so dünn. Ich habe 25 Kilo weniger gewogen als jetzt. Also ich war ein Strich in der Landschaft und laufen konnte ich nicht, Fußball spielen konnte ich nicht. Ich habe bis heute keine Ahnung, wie die Regeln von Fußball funktionieren. Es wurde mir nie erklärt. Und das Schlimmste war immer, wenn die Gruppen gewählt wurden. Ja, ich war immer der Letzte. Ich war immer der Letzte, der gewählt wurde. Also es war dann immer so, naja gut, okay, wenn es gar nicht anders geht, nehmen wir halt den Axel. Und dieser Sportlehrer, der hat dann anstelle, dass er irgendwie was Gutes tat, meinte vielleicht, er tut was Gutes, aber ich höre noch, wie er heute sagt, naja, heute setzen sich die vermeintlich Schwächeren mal an die Seite und gucken den vermeintlich Stärkeren beim Spielen zu, damit sie sehen, wie das richtig geht. So gedemütigt und so verletzt wie in diesen Sportunterrichtsstunden bin ich in meinem Leben noch nicht worden. Die Schwächeren, ich höre es bis heute, die vermeintlich Schwächeren sollen sich mal an die Seite setzen. Also das hieß natürlich, die Blöden sollen mal aus dem Weg gehen, damit die, mit denen er Fußball spielen konnte, tatsächlich Fußball spielen konnte. Und das war nur eine der Geschichten, die damit zusammenhängen. Die Schwächeren, ich höre es bis heute. Und dann kommt da in meinem Predigttext dieser Satz. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Schwachsein, liebe Gemeinde, ist nicht witzig. Schwachsein, vor allem wenn man in einem kleinen Dorf wie ich auf die Hauptschule geht und dort Sport machen muss, also Fußball spielen, ist nicht witzig. Und dann sagt Paulus, der Herr habe zu ihm gesagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Was passiert denn da? Was sagt Paulus denn da? Was meint Paulus denn also, wenn er sagt, Jesus habe in dem Moment seiner größten Schwäche zu ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ist jetzt tatsächlich Schwachsein doch irgendwie toll? Also ist Schwachsein auf einmal richtig klasse? Also war ich nur damals zu blöd im Sportunterricht zu merken, wie toll das eigentlich ist, dass ich immer der Außenseiter war und der Schwache und der Schwächling und der Versager? Was meint Paulus denn? Soll ich jetzt also irgendwie oder sollen wir jetzt also irgendwie hinschauen und so lange suchen, bis wir was finden, wo unsere Schwachheit toll ist? Oder sollen wir so lange suchen, bis wir
was finden, wo wir wirklich schwach sind, damit wir auch wir sagen können, oh, aber genau da ist der Herr Jesus in mir ganz arg stark, ja, wenn ich da am Spielfeldrand allein saß und mich geschämt habe, ja, und wirklich mich ungut gefühlt hat, war da der Herr Jesus in mir stark? Muss ich tatsächlich am Spielfeldrand der Welt hocken und schwach sein, damit Jesus bei mir ist? Die Realität in unserem Leben ist doch tatsächlich eine ganz andere. Kraft ist mächtig. Stark sein ist mächtig. Also mächtig sein ist mächtig. Bei den Starken zu sein, das ist das, worauf es in unserer Welt anzukommen scheint. Denn die Starken sind die, die mächtig sind. Damals bei unserem Sportunterricht genauso wie heute, wenn wir uns unser Bankwesen angucken oder angucken, wie es in vielen Teilen unserer Welt zugeht. Und das Schlimme ist ja, dass es dann auch oft so aussieht, als hätten die tatsächlich den Erfolg auf ihrer Seite, als wäre Gott tatsächlich auf der Seite der Starken. Sie haben Erfolg, sie sind diejenigen, die bewundert werden und sie sind diejenigen, die am Ende gewinnen. Und die vermeintlich Schwächeren, die sitzen dann wie damals im Sportunterricht an der Seite und müssen sich verspotten lassen, sind uncool, sind langweilig, wenn es um Schule geht, werden geschlagen, getreten, missbraucht, ausgebeutet, wenn wir in die Welt schauen. Was ist dieser Text, den Paulus da schreibt, also tatsächlich? Ist dieser Text tatsächlich das, wofür er oft missbraucht worden ist? Ist er tatsächlich vielleicht nur das, was er oft in der Geschichte der Kirche, auch leider der Kirche, missbraucht worden ist? Ein Text, mit dem wir den Schwachen und den Armen auf den Kopf tätscheln und sagen, schon recht, dass du schwach bist, weiß in dir ist der Herr mächtig. Und dann gehen wir uns in stark. Wie oft ist das gepredigt worden in dieser, unserer Welt? Um die Schwachen auf die Köpfe zu tätscheln und zu sagen, klar, du bist schwach und du bist arm und du bist ausgebeutet, aber das ist eigentlich ganz gut so, weil in dir ist der Herr mächtig. Die Armen in der Welt, die Obdachlosen, die in die Vesperkirche gehen, um hier nach Stuttgart zu schauen, die Unterdrückten in der Welt, die Kinder und die Frauen, die ausgebeutet werden mit Kinderarbeit, die nicht das Gleiche bezahlt bekommen wie ihre männlichen Kollegen für die gleiche Arbeit oder gar für mehr Arbeit, die Missbrauchsopfer, sollen wir ihnen tatsächlich sagen, ist ja alles gar nicht so schlimm, in dir ist ja der Herr mächtig? Ich glaube nicht. Ich würde gerne mit euch einfach nochmal den Text anschauen, der da geschrieben steht und um den es da geht. In welchem Zusammenhang schreibt Paulus denn das? Es lohnt sich meistens, wenn wir uns an solche Texte so reiben, dass wir uns mal angucken, in welchem Zusammenhang passiert denn das? Paulus schreibt an die Korinther, die eine Krise haben. Paulus hat die Gemeinde in Korinth gegründet und ist dann weitergezogen, wie er es oft gemacht hat, nachdem die Gemeinde etabliert war, also weitergezogen. Und dann kamen ein paar Monate oder ein paar Jahre später andere, die sich da ins gemachte Nest setzten und ganz toll war. Er nennt sie Überapostel oder wie wir im Seminar immer gesagt haben, Superapostel. Die ganz besonders tollen, die waren besser ausgebildet, die konnten besser reden, die waren überhaupt viel toller, die hatten viel mehr Geistesgaben und haben die Gemeinde versucht zu übernehmen. Und zwar, weil sie so toll waren, weil sie so klasse waren. Und natürlich, was sie auch gemacht haben, sie haben den Paulus schlecht gemacht. Also erstens war er nicht mehr da und zweitens konnte er nicht gut reden. Paulus war kein guter Redner, das wissen wir, das schreibt er auch selber. Also er war nicht wirklich der brillante Prediger. Aber Paulus hat das Gefühl, er muss sich jetzt gegen diese Männer verteidigen. Und er tut das auf zwei ganz spannende Arten. Und wir haben es gerade gehört. Er tut es zum einen, indem er von jemand erzählt, wo er eigentlich sagen könnte, da könnte ich mich rühmen. Mensch, der war toll. Ja, ich kenne da jemand, der ist entrückt worden in den Himmel, in den dritten Himmel sogar. Ja, wir wissen zwar nicht genau, wie es funktioniert hat, aber er hat große Geheimnisse gehört.
Das ist jetzt ganz spannend, weil jeder in Korinth, der den Brief gelesen hat, weiß natürlich, Paulus redet von sich selber. Also er redet da nicht von irgendjemandem, den er zufällig auf der Straße kennengelernt hat, sondern er redet von sich selber. Das, was vor Damaskus passiert ist, als er vom Pferd gefallen ist, das erzählt er hier und sagt, ich könnte ja damit angeben. Und das wäre also richtig, richtig toll. Aber ich tue es nicht. Er tut es natürlich trotzdem, indem er sagt, ich tue es nicht. Also das ist ja so ein Kreisschluss, so ein Zirkelschluss, den er da macht. Und zum anderen sagt er, eigentlich ist Schwachheit viel, viel wichtiger. Weil der Herr hat gesagt, in deiner Schwachheit bin ich mächtig. Und ich sage euch, ich bin sowas von schwach. Also so schwach wie ich ist kein anderer. Also es ist wirklich, also ich bin wirklich richtig, richtig arg schwach. Ich bin viel schwächer als die anderen. Ich habe da diesen Pfahl im Fleisch, sagt er. Dieses Ding, was mir immer passiert, da beutelt mich der Engel des Satans wie mit Faustschlägen. Ja. Wir wissen nicht, was er da damit meint. Es kann sein, dass er, also es gibt Theorien, dass er sagt, dass man sagt, er hatte Migräneanfälle. Ja. Was genau sowas wäre, wo man sagt, da schlägt es einen auf den Kopf. Und es würde auch diese Lichterscheinung erklären, dass er lichtempfindlich war. Und es kann sein, dass es Versuchungen waren, die er ausgesetzt hat. Wir wissen es nicht. Ist auch nicht so egal, ist auch nicht so wichtig, ist eher egal. Aber genau darin hört er jetzt Christus sagen, meine Kraft, lieber Paulus, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und deswegen will sich Paulus also jetzt auf die eigene Schwäche konzentrieren. Will herausstellen, dass er nicht nur viel, viel stärker ist als die anderen, viel, viel besser, weil er war ja im Himmel. Er ist gleichzeitig auch noch viel, viel schlechter, viel, viel schwächer, ja, weil er hat ja diese Anfechtungen. Er ist so viel besser schwach als alle anderen, dass die Stärke Gottes und Jesus auch in ihm viel mehr drin ist. Das ist jetzt eine spannende Sache. Und da zeigt sich Paulus als der Mensch, als der Mann, der er ist. Also ich finde Paulus ja klasse. Also ich weiß, viele von euch denken, Paulus ist nicht so toll, aber ich finde Paulus eigentlich klasse. Er hat große, große Sachen geschrieben. Aber er war einfach ein Mann seiner Zeit. Und als ein Mann seiner Zeit musste er stark sein. Er musste besser sein als alle anderen. Und wenn es sein musste, dass er besser schwach war als alle anderen. Aber das musste er sein. Was sagt denn aber jetzt Jesus tatsächlich? Also wenn wir jetzt mal hinter Paulus gucken, also mal den Paulus mit seiner Männlichkeit und mit seinem Machismo auf die Seite schieben und mal gucken, was sagt Jesus eigentlich? Schauen wir uns doch nochmal an, was Jesus sagt. Meine Kraft, sagt Jesus, ist in den Schwachen mächtig. Und das, liebe Gemeinde, wenn wir nur diesen Satz nehmen und ihn von Jesus hören, dann ist das ganz schön revolutionär. Das ist revolutionär. Das ist umstürzlerisch. Das ist das, warum die Gesellschaft seiner Zeit so Angst vor ihm hatte. Das ist das, wo es wirklich spannend wird, denn Jesus stellt unsere Gesellschafts- und Weltordnung auf den Kopf. Er wirft unsere menschlichen Systeme, in denen tatsächlich immer wieder der Stärkere ist, auf den Kopf und sagt, es ist mir scheißegal, dass es in der Welt so ist, aber bei mir zählt etwas anderes. Dieser Satz ist nicht dafür da, dass wir uns gegen die vermeintlich Stärkeren verteidigen und sagen, hier, ich bin vielleicht jetzt heute schwächer als du, aber bei mir ist der Herr. Nein, dafür ist er nicht da. Dieser Satz ist auch nicht da, dass er gesagt wird zu den vermeintlich Schwächeren, die am Spielfeldrand des Lebens sitzen. Weil wenn wir das hören, dann kommen wir immer wieder in die Argumentation des Paulus, wo wir dann irgendwie doch noch versuchen, auf der stärkeren Seite zu landen. Darum geht es Jesus aber nicht. Jesus will nicht einfach nur umdeuten, beschwichtigen und sagen, ihr seid ja doch so stark. Sondern Jesus will etwas anderes tun. Er will nicht umdeuten, sondern er will umstoßen. Er will, dass sich die Welt verändert. Er will, dass sich die Systeme in unserer Welt verändern. Er will, dass wir uns verändern. Er will, dass wir die Dinge nicht so lassen, stehen lassen, wie sie sind, sondern dass wir
die Dinge verändern. Dieser Satz ist kein Trostsatz für die Schwachen. Er ist kein Satz, mit dem wir unsere Schwäche in Stärke umdeuten wollen, sondern er ist der klare Aufruf zur Revolution. Ich sage es nochmal. Dieser Satz ist der Aufruf zur Revolution. Er will, dass sich die Welt verändert. Und das ist schon zu seiner Geburt gesungen worden. Wenn wir uns das anschauen, was Maria, die Mutter Jesus, singt im Magnificat am Anfang, bevor er geboren wird, da wissen wir, auf was Jesus hinaus will. Da heißt es, er zerstreut die im Herzen voller Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und er erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen. Das ist etwas ganz was anderes, als was Paulus tut. Paulus spielt das Spiel der Welt mit und versucht einfach umzudeuten, was ihn schwach macht. Er versucht einfach nochmal zu sagen, es geht doch. Ich bin doch ganz stark. Das macht Jesus nicht, sondern Jesus sagt, da wo diese Starken hocken, in ihren Banken, in ihren Regierungen, hinter ihren Waffen, in ihren Panzern, mit denen sie gegen ihr eigenes Volk vorgehen, wir brauchen nur nach Afrika schauen. Hinter denen stecke ich nicht. Ich bin nicht auf deren Seite. Ich spiele das Spiel der Welt nicht mit, sagt Jesus. Sondern da, wo die Menschen schwach sind, da, wo die Menschen gebeutelt sind, da, wo die Schwäche in unserer Welt ist, da will ich sein. Die Mächtigen will ich vom Thron stoßen. Und nicht auf die Mächtigen hereinfallen. Ich will nicht danach schauen, wer cool und klasse und toll ist in dieser Welt, sondern ich will da sein, wo die Menschen mich brauchen. Das sagt Jesus, das sagt Gott. Und das ist etwas ganz anderes, als zu sagen, oh, wir sind vielleicht doch ganz stark. Die Frage ist, auf wessen Seite ist Jesus Christus? Und die Antwort ist, Jesus Christus ist auf der Seite derer, die ihn brauchen, nicht derer, die hier in dieser Welt Macht haben. Und das, liebe Gemeinde, ist etwas, was hier beginnt. Revolution ist nicht etwas, was in Libyen passiert oder in Syrien oder sonst irgendwo, sondern Revolution soll hier beginnen, hier mit uns. Denn da, wo Jesus Christus ist, da sollen auch wir hingehen. Dahin sind wir gerufen. Und das sagt Jesus eben ganz klar, ich will nicht, dass ihr auf der Seite der Starken seid. Ich will nicht, dass ihr hereinfallt auf die Stärke Versprechungen dieser Welt, sondern hier beginnt und denkt darüber nach, wo es wirklich hingeht. Und es beginnt, ganz ehrlich gesagt, im Fernsehen. Das beginnt im Zweifelsfall bei DSDS. Oder wie das Ding heißt, Deutschland sucht den Superstar. Wenn wir immer wieder darauf hereinfallen, hinter den Coolen herzurennen, das weil die jung sind und gut aussehen und weil Dieter Bohlen behauptet, sie könnten gut singen. Da darüber nachzudenken und zu fragen, was passiert hier eigentlich in diesem System? Das ist die Revolution, von der Jesus spricht. Und eben nicht mehr darauf hereinfallen. Zu überlegen, in unserem Wirtschaftssystem, was sind denn tatsächlich die Werte? Brauche ich diese scheinbare Sicherheit von viel Geld auf der Bank, das letztendlich im Zweifelsfall nur noch eine Blase ist, die einfach irgendwann mal platzt und dann weg ist? Oder investiere ich meine Kraft, das, was ich bin, in etwas anderes hinein, nämlich in Beziehungen? In Freundschaften. Das ist die Revolution, von der Jesus redet. Und das ist nicht etwas, was wir gar nicht tun können, sondern es ist wirklich etwas, was wir hier anfangen können.
Oder wenn wir in unsere Szene hineinschauen, wenn ich ins Rubens gehe oder in den Kings Club, wo die Jungen und Schönen und Reichen sind. Und ich mich frage, muss ich dieses Spiel eigentlich mitspielen? Oder kann ich nicht hinter die Fassade schauen? Da beginnt die Revolution, die Jesus meint. Dass wir eben nicht dem System unserer Welt, das so bequem ist, nachhängen, sondern dass wir darüber nachdenken, was ist das denn wirklich? Wir feiern hier in einem Seniorenheim. Wie stark ist unsere Welt denn von diesem Jugendwahn geprägt, dass wir auf jeden Fall jung und schön sein müssen? Und wenn es das heißt, dass ich mir die Haare nochmal machen lasse und färben lasse und mir die Gesichtszüge liften lasse und so tue, als wäre ich 35, wo ich doch eigentlich 43 bin, da dahinter zu schauen und zu sagen, was können uns die Älteren geben? An Zeit, an Erfahrung, an Erzählungen, dass wir eben nicht abschieben, sondern in unser Leben hinein einladen. Da beginnt die Revolution, von der Jesus spricht. Auf das schauen, was wirklich ist. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das heißt, eben nicht die Armen in ihrer Armut belassen und ihnen auf den Kopf tätscheln, sondern dafür sorgen, dass auch sie genug haben. Und sowas beginnt im Sport, in unseren Schulen, wo wir eben die vermeintlich Schwächeren nicht ausgrenzen, sondern mit integrieren. Das beginnt in unseren Umgebungen, dass wir diejenigen wertschätzen, die unsere Hilfe brauchen und nicht einfach in die andere Richtung schauen. Und ich glaube, liebe Gemeinde, wenn wir hier in dieser Gemeinde damit anfangen, diesen anderen Blick auf die Dinge zu haben, dann kann sich was verändern. Und ich glaube, Jesus ruft uns dazu, dem zu folgen, was er sagt. Meine Macht ist bei den Schwachen, nicht bei den Starken. Ihr seid die Macht Christi in dieser Welt. Ihr seid diejenigen, die es tatsächlich machen. Schaut nach den Schwachen und nicht nach den glitzernden reichen Stars, nicht nach den großen Bankkonten, nicht nach dem, was in der Welt was zählt, sondern dem, was bei Gott was zählt. Und dann heißt dieser Satz, den Paulus so umschifft, indem er es umdeutet und sagt, ach, ich bin doch eigentlich doch ganz stark, auch wenn ich schwach bin. Dieser Satz, meine Kraft ist in den Starken mächtig, heißt letztendlich, dass die Welt so wie sie ist, wie sie die Mächtigen gern hätten, die Reichen und die Schönen, dass diese Welt nicht die Welt ist, in der wir bleiben sollen, sondern dass dies die Welt ist, die wir verändern sollen und dürfen. Und das beginnt mit einer inneren Einstellung heraus, nämlich der inneren Einstellung, dort zu sein, wo Jesus uns hinruft. Und das ist revolutionär. Und dafür wurde Christus gekreuzigt. Und wir sind eingeladen, heute diesen Weg zu gehen. Amen.